André Ebeling ist nebenberuflicher Trainer für Cycling. Er verbringt nicht nur unzählige Stunden auf dem Trainingsgerät. Zusammen mit anderen hat er sich eine Benefizveranstaltung ausgedacht. Diese soll Anfängern und Fortgeschrittenen viel Spaß bereiten und mit ihren Überschüssen einen guten Zweck unterstützen. Am 16. November werden die Organisatoren mit ihrem Equipment aus der Workout-Wasserwelt in die Soccer 5 Arena umziehen. Dort werden die Teilnehmenden nicht nur mehr Platz, sondern auch eine große Gemeinschaft vorfinden. So zumindest der Plan. Zeit für einen kleinen Selbstversuch unseres ehrenamtlichen Moderators Stefan Trapp. Ja, hallo liebe Zuschauer, wir melden uns heute aus der Wasserwelt in Braunschweig, genauer gesagt aus dem Workout in der Wasserwelt in Braunschweig. Das heißt also, wir sind hier sozusagen in einem Fitnessstudio, das trifft es natürlich nicht ganz alleine, Fitnessstudio. Und neben mir, da sitzt André. Und André stellt sich am besten mal selber vor. Ja, ich bin André, hier Cycling-Kursleiter seit, ich sage mal, jetzt im fünften Jahr. Und Cycling, Indoor Cycling, den Sport mache ich seit 8 Jahren, 9 Jahren ungefähr. Und wie gesagt, ich habe meine Lizenz vor 4 Jahren, 5 Jahren ungefähr gemacht. Bin jetzt hier Kursleiter und habe 2 bis 3 Kurse in der Woche, die ich begleite für die Teilnehmer. Oh ja, das klingt ja schon mal ganz spannend, denke ich mal. Ich denke, André kann uns eine ganze Menge zu dem Sport selber auch berichten. André, ich habe vorhin versehentlich gesagt, dass wir hier Indoor-Cycling machen würden, dann wurde ich korrigiert auf Spinning, vielleicht war es auch umgekehrt. Ich glaube, einige unserer Zuschauer wissen vielleicht auch gar nicht so ganz genau, wo eigentlich der Unterschied ist. Du kannst es uns bestimmt perfekt erklären. Das Wichtigste an diesem Sport ist erstmal ganz klar, dass unsere Teilnehmer oder dass die Teilnehmer generell ganz viel Spaß dabei haben. Das ist im Vordergrund und dabei noch bei einem hohen gesundheitlichen Aspekt. Ja? Und Indoor Cycling und Spinning, das sind zwei verschiedene Sachen, zwei Welten, sage ich mal. Das ist ein anderes Fahren, vom Fahrstil her, von der Musik her und auch von der Beanspruchung her. Von den Fahrtechniken, das sind zwei Sachen, muss man dazu betonen. Und wir machen Indoor Cycling. Ja? Und Indoor Cycling, das wäre eher etwas für mich als Anfänger? Für alle. Jede Altersklasse, alle herzlich willkommen. Man kann anfangen in jungen Jahren, man kann anfangen, wenn man in Rente ist, gar kein Problem. Es ist auch sehr gelenkschonend und im Endeffekt entscheidet jeder Teilnehmer so, wie er möchte, wie er die Belastung einstellt. Ja. Ah, das klingt gut, weil ich kenne das nur so aus Fitnessstudios, dass man dann eben auf den Kursleiter hören muss und der sagt jetzt schneller, jetzt langsamer. Und ich habe den Eindruck, dass die Hälfte der Teilnehmer dann immer schon fast dabei ist, vom Fahrrad zu klappen und das nach den ersten 10 Minuten. Deswegen habe ich mich auch noch nicht so richtig getraut, daran zu gehen, weil das, was wir hier im Moment gerade machen, das reicht mir eigentlich für den Anfang schon mal hin. Ist das bei euch auch so, dass alle im Takt gleich schnell fahren und vielleicht auch die gleichen, ja wie soll ich sagen, die gleichen Bergauf-Einstellungen haben? Ist das so richtig? Ja, das ist natürlich auch wie in jedem Studio mit dem Indoor Cycling so. Wir vorne der Kursleiter gibt vor, was gefahren wird. Ne? Und mit den Belastungen, mit den Widerständen vom Tempo her wird vorgegeben und wie weit die Teilnehmer dann gehen, das ist jedem selbst überlassen. Jeder so, wie er kann, wie er mag. Das ist ganz wichtig, dass die Leute Spaß haben. Und wer zum ersten Mal, zum zweiten Mal Indoor Cycling macht, der wird es dann nächsten Tag auch merken, ne? An den Muskeln. Aber das ist auch vollkommen normal. Und wir wollen oder wir möchten, dass die Teilnehmer oder die Menschen wiederkommen und Spaß daran haben. Und so eine Stunde ist ja so aufgebaut, dass man langsam anfängt mit einem Warm-up und dann übergleitet in einen Main-Part. Und zwischendurch gibt es auch sozusagen aktive Erholung, kleine Pausen. Trinkpausen, wo man auch mit der Herzfrequenz wieder runterfährt, durchatmet und dann wieder anfängt. Und dann gibt es dann auch am Ende einen Cooldown, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und dann auch noch ein Stretching. Und das ist nicht eine Belastung durchgehend 60 Minuten. Also effektiv fährt man da um die 40, 45 Minuten. Ja, aber es ist jedem selbst überlassen. Okay, also das mit den aktiven Pausen, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das wäre wirklich was für mich mit aktiven Pausen. Nun ist es so, dass du hier nicht nur Trainer bist, das heißt also, dass du, ich sage mal, solche Leute wie mich dann 3 Tage in der Woche quälst zu Höchstleistungen.
Entschuldige, war nicht böse gemeint, sondern ihr habt noch was ganz Besonderes vor. Das heißt, der Andreas Weiß und du, ihr habt euch eine ganz tolle Geschichte ausgedacht und zwar soll im November etwas ganz Besonderes stattfinden. Erzähl uns mal was davon. Ja, wir haben uns überlegt, Anfang des Jahres 2019, wir möchten wieder ein Cycling-Event ausrichten. Ja? Und der Andreas Weiß hatte in Salzgitter schon eine tolle Sache organisiert, die sehr gut eingeschlagen ist, das muss man einfach so sagen, bei den Teilnehmern. Und zwar war es ein Charity-Event, wo ganz viel Geld zusammengekommen ist. Und wir wollen auch dieses Jahr am 16.11. in der Soccer 5 Arena drüben auch ein Cycling-Event ausrichten. Und die Resonanz von den Teilnehmern ist so gut, dass wir sagen können, seit gut zwei Wochen, wir können jetzt einen großen Teil auch weiterleiten, spenden. Ja? Und das ist den Spagat, den wir schaffen, was wir sagen können, ein tolles Event den Teilnehmern bieten, den Zuschauern, plus noch eine Sache spenden für einen guten Zweck. Und das ist ein ganz toller Spagat und da freuen wir uns auch drauf, dass wir das können. Ja, das ist ja auch eine gute Geschichte. Wenn du von einem guten Zweck sprichst, ihr wisst schon, wo das Geld hingehen soll oder wird das dann hinterher erst überlegt? Das wissen wir schon, das haben wir schon vorher im Hinterkopf gehabt. Und zwar geht das ans Kinderhospiz Löwenherz hier in Braunschweig. Ja, und das ist eine ganz tolle Sache und zumal passt das noch dazu, es ist kurz vor Weihnachten und da können wir dann noch eine tolle Sache machen. Ja, das finde ich also wirklich ganz, ganz groß, muss ich sagen. Das heißt also, alles nach Abzug der Kosten, was hier dann eben, wie soll ich sagen, ihren Einnahmen hattet, das geht dann eben in den großen, guten Topf, wenn man so möchte. Wie viele Plätze, oder andersrum, nicht wie viele, sondern habt ihr denn überhaupt noch Plätze frei? Ja, wir haben noch Plätze frei. Es kommen aber täglich noch Anfragen und Anmeldungen dazu. Ja, und wir freuen uns natürlich, je mehr wir, buchen, umso mehr können wir auch weiterleiten dann. Und das ist das Schöne, wie gesagt. Ja. Und wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht. Du hast vorhin noch etwas davon gesagt, dass ihr auch tolle Sponsoren gefunden habt. Das heißt also, es gibt nicht nur Fahrräder, auf die man sich draufsetzt und dann irgendwo hinradelt, natürlich innerhalb dieses Raumes hier, sondern es gibt auch eine gute Versorgung, so habe ich es verstanden. Ja, wir haben tolle Sponsoren, ich sage mal Partner oder noch besser gesagt, tolle Menschen aus der Nachbarschaft hier in Braunschweig, aus der Stadt, die uns mit gewissen Sachen unterstützen. An diesem Tag, ich sage mal, mit Flüssigkeit, mit diversen süßen Kleinigkeiten, was sich die Teilnehmer auch verdienen, weil die fahren ja teilweise auch ziemlich lange. Und das ist ganz klar auch eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und gerade dann hier aus Braunschweig noch. Ohne diese tollen Menschenpartner wäre so ein Event, so ein Sportereignis nicht möglich. Das muss ich auch ganz. Also wir sind überglücklich, dass wir so viele tolle Partner finden können davor. Und was du natürlich eben nicht gesagt hast, das wäre für mich das Schlüsselwort. Es gibt auch Kuchen an dem Tag. Es gibt auch Kuchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt, wie gesagt, aber noch andere Sachen. Es gibt Riegel. Wir werden Shakes für die Teilnehmer haben. Getränke sind dabei. Wir werden ein Pasta-Buffet ausrichten. Obstplatten. Also es ist für jeden etwas dabei. Also es gibt ein Pasta-Buffet und Kuchen. Also wer nicht wegen des Sportes kommt, der kann wenigstens wegen des Essens kommen, würde ich sagen. Mehr geht nicht an diesem Tag. Also ich bin total überzeugt und Sie merken schon, ich bin nicht nur total überzeugt, sondern nach diesem vielen Radeln hier stelle ich gerade fest, dass auch meine Kondition mal etwas besser werden könnte. Sie sehen jetzt wahrscheinlich nur ein paar Minuten von diesem Interview. Wir sitzen hier jetzt seit 2,5 Stunden ungefähr schon und sind am Radeln. Deswegen ist die ein oder andere Schweißperle auch schon auf meiner Stirn. Von einem Sponsoren, den wir doch namentlich sicherlich erwähnen dürfen, von dem sollten wir ruhig mal den Namen nennen. Und zwar ist das das Staatstheater in Braunschweig. Das Staatstheater, das unterstützt euch nämlich mit Deko-Requisiten. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das ist, sage ich mal, unsere große Stärke. Wir werden den Teilnehmern etwas bieten, so ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen was gestalten, Bühnenbau. Ja? Und da haben wir uns auch ein bisschen was einfallen lassen, aber das ist noch so ein bisschen geheim, was da kommen wird. Und das ist aber unsere große Stärke und wir werden uns da richtig was einfallen lassen. Und vielleicht ist da auch sogar ein bisschen Pyrotechnik bei diesem Event dabei, worauf wir auch sehr stolz sind. Und wir haben uns aber wirklich was einfallen lassen für die Teilnehmer und auch für die Zuschauer.
sogar mit Pyrotechnik. Also es wird sportlich, es wird lecker und es wird ein bisschen gefährlich mit Pyrotechnik, so wie sich das anhört. Also ich glaube, das wird ein spannender Tag. Ja, André, ich bedanke mich für dieses Interview. Es klingt wirklich richtig, richtig spannend, muss ich sagen. Wie gesagt, Schlüsselwort war Kuchen, damit hast du mich vorhin bekommen. Uns bleibt nur noch, uns zu verabschieden, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.